weiterhelfen. Er ist meine letzte Hoffnung. Ach, jetzt muss ich wieder hochklettern, ne? Öde. Schwing die Hufen, Hexer. Du bist auf den Wald zerstarren, mach mich kirre. Du bist Cedric. Wer bist du und was machst du eigentlich hier? Einer, der die Menschen vor den Gefahren des Waldes warnt. Erklär mir das bitte. Ich bin schon alt, selbst für einen Elfen. Der Wald ist noch viel älter. Ich lebe seit Jahren darin. Ich verstehe ihn. Ich kann das nicht erklären. Manchmal irre ich mich. Dann kommen die Leute nicht zurück. Du hilfst den Menschen? Ich weiß einfach, ob man hineingehen darf oder nicht. Vielleicht komme ich noch mal her, wenn du nüchtern bist. Hexer sollen ja lange leben. Dann hast du vielleicht eine Chance. Komm, Butter bei den Fische. Fallen und Bomben. Ja, komm. Drei, ich muss aber vier von diesen Dingern. Die kosten 100 Orons. Hast du ein Schema für diese Dinger? Ein Schema. Tanzender Stern. Teufelsbombe. Ne, Moment, ich brauche. Da! Kartätsche. Erforderliche Substanzen. Rebis habe ich 16 von. Kälung habe ich 20 von. Ja, geschmeidig. Da muss ich mir nicht diese dämliche. Moment, wie viel hat dieses Rezept gekostet? Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Das kann ich jetzt vermutlich auch nirgendwo mehr nachgucken. Ich kann es auf jeden Fall für 4 verkaufen, naja. Herzlichen Glückwunsch. Ey, ich wollte mich noch ein bisschen mit dir unterhalten. Was wollen die eigentlich? Für was kämpfen die Scoia'tael? Fragst du nach denen von früher, die unsere Rasse zu alter Größe zurückführen wollten? Oder nach denen, die jetzt ums Überleben kämpfen oder sich in selbstmörderischer Rache ergehen? Zu welcher Gruppe zählst du die Krieger Jorvetz? Wenn es darum geht, woran sie glauben, dann scheint es mir, dass sie den einzig richtigen Standpunkt vertreten. Aber so wie sie handeln, sind sie nur noch ein Schatten ihrer vergangenen Größe. Sie halten an ihren Ionen fest, bis Strick oder Schwert sie von ihnen befreien. Oder sie werden sich der Wahrheit selbst bewusst, was noch schlimmer ist. Ich will hier auf die Jagd gehen und brauche ein paar Ratschläge. Ich bin kein Hexer, lege nur Fallen. Ich habe die Aufgabe, die Neckar von Bindegarn fernzuhalten. Das ist alles. Mir geht's um größere Beute als Neckar. Um den Greis? Den Kairan? Na, endlich ist Loredo mal großzügig. Aber was kann ich einem Hexer groß vom Monsterjagen erzählen? Wenn du zahlst, kann ich eine nützliche Falle anfertigen. Was wäre das für eine? Eine, die durchbohrt oder lähmt oder als Köder wirkt. Was immer du willst. Damit kann ich ohne Mühe Neckar fangen. Du könntest damit den Greis zur Strecke bringen. Die Elfin, von der ihr gesprochen habt. Was ist mit ihr geschehen? Seherin glaubt, dass der Wald sie geholt hat. Und du? Moril ist vor einem knappen Jahr verschwunden. Manche meinen, dass sie einfach zu schön war und die Däune ihr wehgetan haben müssen. Glaubst du das? Ohne Beweise glaube ich nur meinem Instinkt. Und der sagt mir, dass es nicht der Wald war. Das hast du Seherim aber nicht gesagt. Es hat doch keine Bedeutung mehr. Vielleicht hat sie jemand umgebracht. Vielleicht ist sie aber auch einfach fortgegangen. Daran kann weder Seherim etwas ändern, noch ich. Komm, jetzt gib mir hier mal hier. Ne? Den will ich doch jetzt verarschen, oder? Wofür habe ich denn gerade dieses Schema gekauft oder dieses Rezept? Oder kann ich Fallen selber herstellen? Ich muss mal kurz eine Runde meditieren. Tränke einnehmen, Alchemie. Bombenzellen zur Alchemie, ich verstehe. Was soll das bedeuten? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Herstellen. Danke. Herstellen.
herstellen. Danke. So, das hat funktioniert. Ja, mit den anderen Tränken beschäftige ich mich später. Ich muss nämlich jetzt die Zugänge. Bomben. Platzierbomben im Osten. Ah ja, genau, ich sollte die natürlich. Ach! Okay, kletter ich aus einer Runde. Warum nicht? Neckarnester. So. Die behalte ich mal eine Runde. Steht da eigentlich bei, wie viel ich davon eingepackt habe? Scheinbar nicht. Na, egal. Zerstöre alle Zugänge zu den Neckartunneln. Tja, das wird mir auf der Map vermutlich nicht angezeigt. Natürlich nicht, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Deswegen werde ich worum gehen? Ich weiß es selber noch nicht so genau. Erstmal der Straße folgen und dann rechts abbiegen. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und dann links abbiegen. Zwischendurch mal Y drücken. Ne, ich meinte Y drücken. Was überhaupt nichts bringt. Moment, habe ich das Silberschwert genommen? Ja. Sieht silberschwertig aus. Okay. Gehen wir mal links rum. Ich rieche Gegner. Das sind keine Neckar. Du stinkst vielleicht. Und die halten ganz schön viel aus. Vielleicht doch das falsche Schwert, wie ich mich das immer frage. Autsch! Oh Gott, jetzt wird's brenzlig langsam. Silberschwert sollte ich schon auswählen. Sind die jetzt abgehauen? Der kam von rechts. Sehe ich schon den nächsten und da habe ich auch gerade einen gesehen. Da kommt er auch schon. Lecker Kämpfer. Ah, direkt 25.000 von denen, warum nicht? Laufen die an meiner Falle vorbei. Oh Gott. Verfluchte Biester. Ich sollte nicht hinterher rennen, wenn ich sowieso ziemlich tot bin. Ach, da sind sie ja schon wieder! Okay, hier kann ich nicht meditieren. Das müssen wir anders angehen. Wieso funktioniert die Falle nicht? Oder habe ich die nur richtig schlecht gelegt? Ich kann
Nee, nicht meditieren. Doch, kann ich wohl. Moment. Erlaubte Schaden minus 10%. Erlaubt es. Okay. Schwalbe. Vitalität, Regeneration im Kampf. Vitalität, Regeneration. So, jetzt bin ich quasi 10 Minuten mit besserer Vita-Regeneration gebufft. Soweit, so awesome. Aber jetzt muss ich die Jungs hier mal trotzdem ordentlich eine aufs Maul geben. Wo kommen sie auch schon wieder? Da! Wer hat eure Mutter nicht geboren? Ah, verdammt! Uncool! Oh, wie viel Damage hat der denn da gerade gemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Boah! Wo sind denn hier Zugänge? Da nicht. Aber hier müssen ja irgendwo welche sein. Nicht von sonst aus allen Ecken gekrochen, diese Scheißviecher. Aber ich sehe hier nichts. Ah! Ihr lernt es wohl nie. What the fuck? Cool, das hat viel gebracht. Toll, ich brauche diese Bomben gar nicht, um die Nester zu zerstören. Shit, ey, das hätte mir mal jemand sagen müssen. Das ist das nächste Nest. Ich muss dieses Nest hochjagen. Ich muss dieses Nest hochjagen. Da habe ich jetzt schon alle meine... Ich habe meine scheiß Bomben verbraucht. No, jetzt muss ich wieder zurück. Wo bin ich überhaupt hingelaufen? Alles klar, ich muss in diese Richtung. Ich meine, weiß ich, wo diese verdammten...